Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, ich bin hier gerade in Stephanskirchen, richtig schön idyllisch. Man hört hier die Vögel zwitschern. Wunderschöne Landschaft. Und ja, ich bin hier bei Tick Performance. Das ist fast an der Nähe schon zu Österreich im tiefen Bayern. Gerade beim Bäcker, da habe ich erst die Leute überhaupt nicht verstanden. Auf jeden Fall vermutet man gar nicht, dass hier überhaupt irgendwas Autotechnisches passiert, aber da in der Halle geht es auf jeden Fall richtig ab. Ich hoffe, ihr habt euch damals die Umbauvideos angeguckt, wo mein GTR dann umgebaut wurde. Und heute wird wieder eine Kleinigkeit gemacht. Und zwar gibt es heute einen komplett neuen Unterboden, weil der alte ist hops gegangen. Da ja, hat sich so eine Katze drum gekümmert. Deswegen müssen wir ihn jetzt mal tauschen. Ich wollte es eigentlich bei Mercedes fertig machen lassen. Allerdings hat man das Problem mit dem Wagen öfter, wenn man irgendwie eine tiefe Bodenwelle oder was fährt, dass man sich vorne diesen unteren Spoiler kaputt fährt. Und jetzt kommt da ein richtig schön glatter Carbon-Unterboden dran. Und dann ist das Problem weg, ist noch besser für die Aerodynamik und alles und sieht auch noch geil aus. Ist auch noch mal eine Ecke günstiger, als wenn man das originale Mercedes-Teil wieder dran packt. Deswegen, wenn ihr da einen GTR fahrt, kann ich euch das nur empfehlen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich bin heute ein bisschen platt und fertig und ja, entschuldigt auch, falls ich ein bisschen Matsche aussehe, weil boah, ich hatte gestern einen derbe anstrengenden Tag. Ich war bei einem Kinodreh in Köln und da ging es schon echt früh los. Ich habe die Nacht davor auch wenig geschlafen wegen viel Arbeit und wie das immer so ist. Dann ging es früh morgen los an der Filmautobahn. Der Film heißt Monster im Kopf und da mussten wir so eine Rennszene ja, nachstellen und das heißt, den AMG wird man bald auch in einem Kinofilm sehen. Fand ich schon irgendwie cool, ne? Also habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Hat auch alles soweit super geklappt, von daher, das war alles tipptopp. Die einzige nicht so geile Geschichte war, dass ich abends dann noch jetzt bis hier im tiefsten Bayern runtergurken musste und ich bin ja heute Morgen dann irgendwann angekommen. Ja, war schon echt eine harte Nummer, ne? Nochmal über 700 Kilometer dann nochmal von Köln abends nach der ganzen Drehgeschichte nochmal abspulen. Da war ich auch schon derbe platt, ne? Und jetzt habe ich ein kleines Powernap gemacht, bin hier und ja, ich zeige euch dann mal, was hier so abgeht. Ja, hier sind wir jetzt schon mal in der Werkstatt. Hier stehen zwei schöne Sachen. Einmal natürlich der Thomas. Vor allen Dingen der Thomas. Und ein Black Series. Ist schon echt ein fettes Gerät. Ist dein zweiter, ne? Ja, ist tatsächlich unser zweiter. Wir haben uns bemüht, von Mercedes-Benz einen zu bekommen und wurden leider nicht berücksichtigt. Also mussten wir uns am freien Markt umsehen und dann ging sehr lange gar nichts. Ich hatte ja gehofft, letztes Jahr noch einen zu bekommen. War aber nicht so. Ist halt wirklich nicht ein Wunschkonzert im Leben. Dann hatten wir aber Freunde und Kunden, die gesagt haben, wir können auf sowas verzichten. Und dann habe ich tatsächlich den Black Sorcist bekommen, der auch schon umgebaut ist von uns, zumindest mal was einen Teil der Optik angeht, die Räder, den Frontsplitter, die Sitze kommen noch. Also Frontsplitter fand ich ja persönlich, also ich habe die ja auch schon mal verglichen, weil also ich habe mich auch mal auf einen beworben, ich hätte eh nicht gewusst, wie ich ihn bezahlen soll. Ne, erstmal gucken, ob man irgendwie drankommt, den Rest, den kriegt man dann auch irgendwie immer noch hingewurstet, aber ja, auf jeden Fall habe ich keinen bekommen. Dann guckt man natürlich auch so kritisch, so gefällt der mir überhaupt, so logisch, es ist ein Black Series, der gefällt mir mega, aber ich finde, wenn ich jetzt beide nebeneinander stehen habe, finde ich den so ein bisschen zu rundlich, ne? Also die Front ist relativ so, ich will nicht sagen weich gelutscht, aber ich finde, mit eurem Umbau wirkt der so ein bisschen kantiger und böser und das macht's eigentlich, ne? Ja, wir haben tatsächlich, ich habe das gleiche Gedankengut gehegt. Mir war das Auto irgendwie von vorne, mir suggeriert so ein bisschen was von der Kaulquappe oder von, oder wie von der Robbe. Wir haben eben 15% mehr Auflagefläche gegeben, wir haben die Canards ein bisschen angeschärft, die Luftsammler in unserem Style, natürlich auch in unserem Carbon-Look. Die Canards doppelstöckig und die Luftsammler, gar nicht so krass, aber es wirkt tatsächlich dann direkt aggressiver und auch etwas anders. Und eigentlich sollte es auch ein bisschen mehr Abtrieb bringen, wobei darum geht es bei dem Auto nicht. Aber da folgt von uns auch noch ein paar andere Flügelendplatten,
Leider. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du den Blexorzist zu sehen bekommst. Gestern Nachmittag habe ich ihn ins Krankenhaus nach München gebracht, in die Arnoldstraße, ins AMG Performance Center. Er hat Magen-Darm-Probleme, es kommen Geräusche aus dem Antriebsstrang. Schon die Affenpocken, wo man jetzt im Moment was bringt. Ja, wobei häuslich geht, es murrt halt in ihm. Wir glauben, das, was im Torque-Tube ist, ist auch kein Problem. Das Auto hat ja erst 2000 Kilometer. So, auf der Bühne ist er schon mal. Also es wird jetzt ja nur eine Achsvermessung gemacht, deswegen stehen die Geräte da schon. Der ist ja hier schon so ein bisschen ja, ramponiert, ne? Also wundert mich auch generell, dass der die letzten Fahrten so gut mitgemacht hat. Also da war auch die ein oder andere 300-Plus-Fahrt mit dabei, ne? Aber ja, ist ja alles noch fest, ne? Von daher. So, das ganze Ding wird jetzt hier gleich runtergerupft und dann kommt hier so eine richtig schöne, geile Carbonabdeckung drunter. Dann habe ich auch später nicht mehr das Problem, dass dieses Ding abreißen kann. Weil das passiert auch mal schnell, wenn man über einen Huckel fährt oder was. Und das Ding ist ja eh schon verdammt tief und ja, und sieht auch einfach optisch geil aus, auch wenn es von unten keiner sieht. Aber ja, Aerodynamik und sowas von unten, ne, ist ja auch wichtig. Obwohl es mir da ehrlich gesagt jetzt nicht auf die letzten Zehntel drauf ankommt, sondern eher, dass das Gesamtpaket einfach passt. Ja, zeige ich euch gleich mal das fertige Ergebnis. Was meinst du jetzt mal der Vergleich GTR und Black Series? Ganz klar, ich finde grundsätzlich, dass das Auto zu teuer ist, aber wenn ich es aus Sicht von AMG sehe, haben sie alles richtig gemacht. Sie hätten auch durchaus nochmal 100 mehr nehmen, verlangen können, wären auch alle weg. Also aus Sicht von AMG haben sie es richtig gemacht. Das Auto kann auch was. Das ist mal der entscheidende Punkt, dass nicht wie früher du bei einem Black Series viel für Show und Blabla bezahlst, was dann unterm Strich aber keinerlei Performance bringt. Der performt und der kann auch. Hier ist es auch so, dass man tatsächlich mit der Leistung sagen kann, es ist genug. Wobei genug ist nie. Ja. Ja. Aber, man gewöhnt sich an alles. Ich war auch letzte Woche auf der Notch Live und muss sagen, wir müssen die GTR schon ziemlich auf links drehen, damit wir in die Nähe kommen. Also wir sind tatsächlich nicht so schnell wie dieses Auto. Das Auto kann tatsächlich mehr, auch wenn wir unsere Autos umbauen. Aber wir müssen dann trotzdem schon mehr PS fahren, um sehr nah dran zu kommen. Und ist aber auch so völlig in Ordnung. Ja? Tolles Produkt von AMG. Ich finde auch der C63 Black Series war auch schon ein tolles Auto. Ja. Trotzdem musstest du mit ihm nicht nach Hockenheim gehen, weil du nach drei Runden einfach da standst und hattest keine Bremsen mehr. Vorausgesetzt, du kannst ein bisschen flott fahren. Dann wird alles schon wieder stinkig und weich und knatschig. Jetzt haben sie ein richtig gutes Auto gebaut, genauso wie den GTR. Und zeigt ja auch, es fahren ja auch genügend rum. Also wir waren letzte Woche auf der Nordschleife, da waren 10 von unseren Autos da und 8 plus 2, denen man es nicht angesehen hat. Ja. Und das ist ja auch nicht so wenig. Schon gut, aber heißt ja, dass die Dinger gut funktionieren. Ne? Ja, also fett aussehen tut das Ding auf jeden Fall. Ne? Auch diese Theke, so wenn man die live sieht. Okay, mir gefällt dieses zweistöckige jetzt nicht so wirklich. Da finde ich das einstöckige und ein bisschen tiefer und breiter eher schöner. Aber kommt auf jeden Fall auch ganz geil. Ja, und während ich hier noch mit dem Black Series kuscheln kann hier, wird parallel mein Wagen schon wieder fertig gemacht. Und dann kann es gleich erstmal noch schön auf die Alpenfiebertour gehen. Da geht es nämlich auch richtig ab. Da fahren wir nach Italien, also zum Bodensee, zum Gardasee, also komplett die Richtung runter. So ein paar Passstraßen und boah, da freue ich mich auch schon übel drauf. Und dann ja schön Auto neu vermessen, neuer Unterboden und dann können wir da wieder richtig angreifen. Hier ist auch schon einiges passiert, also der ist schon fertig. So sieht er jetzt von unten aus, also richtig schön clean und auch hier alles schön in Carbon. Ich hoffe, man kann das hier vernünftig erkennen. Doch, erkennt man auf jeden Fall. Also das sieht auch von unten jetzt richtig geil aus. Wenn man sich das krüppelige Ding jetzt mal daneben anguckt, gut, der hat natürlich auch derbe gelitten. War zwar auch aus Carbon, aber ja, also ne, so sieht das auf jeden Fall schon eine ganze Ecke schöner aus und besser funktionieren tut es auch noch, ne? Ja, wir haben Folgendes. Zunächst mal haben wir hier netto ungefähr 8 bis 9 Kilo weniger Gewicht auf der Vorderachse, weil da sind ja doch ein paar Stellmotoren drin. Zum anderen, wir haben hier eine konstante Entlüftung. Die Jalousien schließt ja das Fahrzeug in der Warmlaufphase, beziehungsweise wenn er nicht richtig warm ist, damit er schneller warm wird. Und wenn er dann warm ist, dann gehen die Jalousien auf. Die Einzüge, also die Luft zur Bremse, ist ein bisschen größer und das ganze Teil ist natürlich ziemlich stabil und auch robust. Hier mal irgendwo drüber kratzen oder gegenfahren. Bisher haben wir noch keinen kaputten gehabt.
Und vielleicht ist es für die Katze auch besser, weil es ist tatsächlich glatt. Dann könnte es sein, dass sie durchrutscht und sich mit den Ohren oder was hängen kann. Also das ist jetzt artenschutzgerecht, also ja. Tierschutzermäßig ist das alles korrekt. Zusätzlich, sagst du, ist es auch noch stabiler hier. Richtig. Wir werden jetzt den Ricardo bringen, jetzt in die Stadt. Er kriegt was zu essen, weil der ist ja ein Leichtgewicht. Dann kann der sich hier fürs nächste Video einfach mal draufstellen. Soll aber auch so sein, weil es soll ja Abtrieb bringen und im Vergleich zum originalen Splitter ist das jetzt wirklich hart und steif und safe. Ja, bin ich mal gespannt, ob das hält. Also da werdet ihr auf jeden Fall ein Video sehen hier, wie ich da drauf stehe. Ja, und wenn es nicht hält, dann müsst ihr eine Vermisstenanzeige vom Ricardo aufgeben, weil dann gibt es ihn nicht mehr. Dann gibt es auch kein Video. Irgendwann später. Ja, also der Unterboden ist drunter, der wird jetzt noch vermessen. Ich werde jetzt aber erstmal schon mal abhauen, ich werde noch ins Hotel. Ich muss echt dringend ein bisschen Schlaf nachholen, weil ich muss morgen früh noch 3 Stunden fahren und ich muss um 8 Uhr schon da sein. Das heißt, ich muss um 5 Uhr losfahren. Deswegen werde ich jetzt schon erstmal ins Hotel noch ein bisschen pennen, weil ich glaube, die nächsten Tage werden auch derbe anstrengend, viel fahren und ja, die ganzen paar Straßen und alles. Und ja, ich glaube, abends wird auch noch ganz gut gefeiert, ne? Dann muss man ja auch noch relativ fit sein. Und wenn ich da jetzt schon mit beim Schlaf im Dispo bin, dann geht das nach hinten los und Schlafen ist echt mega wichtig. Deswegen würde ich sagen, gute Nacht schon mal und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann, ciao!